Heute unterhalten wir uns mit Thomas Karrer. Er hat vor kurzem den Kinofilm «Zwischenwelten» getrillt, der im Januar an der Solothurner Filmfest die Weltpremiere gefeiert hat. Kannst du uns kurz erklären, um was es in dem Film geht? Es geht um Geist heilen, geistiges Heilen oder energetisches Heilen. Das ist auch für mich eine Entdeckung gewesen. Ich wollte ursprünglich einen Film machen über Gebetsheiler in Appenzell-Innerrhoden, weil die sind medisch und man hätte es nie können vor die Kamera bringen. Und es ist mir gelungen, einen vor die Kamera zu bringen, aber nur die Hände hat er wollen. Und letztendlich ist er jetzt gar nicht mehr im Film, weil er auch nicht so viel berichten kann wie Geistheilen. Und was macht das Geistheilen Ihrer Meinung nach aus? Für mich sind es, ich habe mich selber auch dem ausgesetzt oder ausprobiert, experimentiert. Und am ersten Treffen mit Silvia ist mir hundselend gegangen und sie hat dann spontan gefunden, sie können mich auch behandeln. Und am Abend bin ich wahnsinnig gut weg gewesen. Ich habe chronisch immer wieder einen Monat, zwei Monate, drei Monate unterschiedliche Zyklen. Hautausschlag und dann Magen-Darm-Grippe. Und dann bin ich drei, vier Tage einfach lahmgelegt gewesen und konnte nicht arbeiten, nicht leben, nicht einfach nur da durchsuchen. Dort habe ich gemerkt, ui, da ist etwas abgegangen. Und da hat es mich dann wirklich gepackt und interessiert, was steckt dahinter. Ja. Hinter dem Geist heilen. Heute würde ich es so beschreiben, dass Geist heilen an und für sich eine Ergänzung zu all dem, was wir kennen, aus der Homöopathie, Alternativmedizin oder Schulmedizin ist. Geist heilen könnte viel mehr noch auf Familiensystem, auf das Anwälte oder auf Generationsthematik zugreifen. Und bei mir war das Thema, dass bei mir meine Großmutter mütterlicherseits irgendwo eine Blockade in mir ausgemacht hat. Und da eine ist die Geistheilerin gekommen und hat sie können lösen. Okay. Ja, Geistheilen ist ja zum Teil hat so ein bisschen einen zweifelhaften Ruf oder es gibt sehr viele Skeptiker. Wie gehst du dort im Film mit dem um? Gerne nicht, weil Skeptiker darf es geben. Man darf dem skeptisch betrachten. Es braucht sogar Scharlatan, da bin ich überzeugt. Weil Scharlatan sind dann wieder da, um andere auf die Linie zu setzen, wenn sie verwünscht werden. Aber ich glaube, jeder, der ein gewisses Sensorium hat, merkt ganz schnell, wie ernsthaft dass es ein Gegenüber ist und ist ein Scharlatan oder nicht. Ich habe jetzt da kein Problem gehabt. Ich habe bei den meisten ist das Geld nicht einmal das Thema, sondern sie wollen helfen. Und wenn man sich vorstellt, was es braucht, sich dem auszusetzen, ich bin bereit, den Leuten, die zu mir kommen, helfen und mich dafür hergeben. Das braucht doch einiges. Ja. Und du hast ja einige ausgesucht, also fast 10 Stück, oder? Und wie sind denn die ausgesucht worden? Ich habe sogar noch mehr gehabt und es haben sich ein paar auch weiter. Ah ja, mit Bahn müssen aufhören. Also gerade Silvia, die am Anfang dabei war, die eigentlich meine spirituelle Hebamme ist für den Film, hat es viel nicht mehr ausgehalten, dass das in 6 Jahren sind wir an dem Thema dran gewesen. Und nach 3 Jahren haben wir uns gelöst voneinander. Also, dass sie nicht mehr sich tagtäglich mit dem Film und mit dem Thema auseinandersetzen. Und dass sie einfach kein Schaffen haben. Wirken, bis sie will. Andere, ich habe einfach quer durchgeschaut und gesucht. Das Schwierigste war, Frauen zu finden, die bereit sind, öffentlich anzustehen. Da habe ich jetzt nur 3 Frauen und 5 Männer. Davon sind 2, kommen ursprünglich vom Gebetsheilen. Denn ich kann es dort immer noch Gebetsheilen. Und
Der Beda ist dadurch weitergegangen und schafft mit Zeichnungen, mit Bildern, die er macht, tagtäglich, ist er wieder dran. Und momentan ist er auch gerade sehr intensiv am Zeichnen und ist sehr schwer erreichbar. Man muss immer auf den Beantworter reden. Und mit Glück hat er auch Zeit. Und sonst ist er oft am Zeichnen. Und das ist für ihn eine meditative Phase, wo ihn auch sehr weit bringt, denke ich. Und eben Gebet heilen und Geist heilen, was ist da genau der Unterschied? Gebet heilen kommt fest aus der Überlieferung von Verwandten, von Mutter, Vater, die haben ihre Gebet, die sind vielleicht schriftlich aufgeschrieben und der eine überliefert zum anderen. Und, die Wirksamkeit bei dem Gebet ist beschränkt. Das ist gut gegen das Blutstillen oder gegen Kälbliblässe. Das ist eine Art der Flechte. Gut gegen HIV, Prüfungsängste und so weiter. Es gibt da viel mehr noch. Aber es kommt aus der Tradition überliefert. Und beim Geistheilen ist es eine energetische Arbeit. Und darum habe ich auch so viele Protagonisten ausgewählt. Jeder hat ganz eine andere Art und Weise, wie er dran angeht oder eine Technik entwickelt. Also es gibt so die, die mit dem Pendel arbeiten, andere arbeiten nur mit geistigen Kräften oder sie haben einen Geistführer. Dana, wo jetzt den 94 wird, der Herbst, ist seit Geburt hellsichtig. Sie kommt aus dem Böhmischen Wald und hat, man hat ihr lang nicht geglaubt. Aber sie ist hier noch in den Kriegsjahren gesehen und man hat dann irgendwie das Mädchen mit 13, 14 entdeckt, dass sie viel mehr kann, als man weiß. Aber das war hier noch verpönt und sie hat auch gesagt, dass man hätte nicht über das Zeug geredet. Und ich denke, jetzt ist der Zeitpunkt da, wo man über so Zeugs reden kann. Ja, und unter anderem ist ja der Gerhard Klügel von Uggel dabei. Mhm. Was ist das Besondere an ihm? Er ist Aura-Chirurg. Und bei ihm ist seine Sichtigkeit ist auch da. Und er hat mir auch erklärt, das kann man. Und dann einmal anfangen. Hellsichtig, hellfühlend, hell riechend, hell schmeckend. Wir kommen alle auf irgendeine Art von dieser Form auf die Welt. Nur wir verlieren es durch die Schulen und durch das, wie wir uns bilden, verlieren wir diese Gabe. Aber man kann die auch trainieren. Und beim Gerhard ist es fest, er schafft ganz fest mit der Aura. Er benutzt auch die Instrumente wie ein Chirurg und operiert an der Aura. Und er ist sehr ausgelastet. Das ist, man muss bis zu einem halben Jahr warten, bis man bei ihm in Behandlung kann. Und dann ist aber das Risiko, es gibt auch Momente, wo der Körper nicht bereit ist für seine Methode. Und dann geht es nicht. Da sieht man zum Beispiel genau im Film, ich habe dort 5, 6 verschiedene Patienten dürfen filmen während der Behandlung. Ja, also eben, wie es klingt, sind die meisten ja ziemlich ausgelastet. Also ist das Interesse da an diesen Heilern? Sehr, sehr. Dann darf momentan nach Corona-Zeit jetzt Anfang Juni immer noch nicht behandeln, weil ihre Kinder, die auch schon 60 sind, ihre das verboten haben. Und ich bin jetzt am Samstag bei ihr gewesen und man sagt, es tut ihr sehr gut, dass sie mal Zeit hat für den Garten, dass sie Zeit hat für sich. Eine Art habe ich sie hochgenommen und gesagt, ja, jetzt gehst du in die Pension. Sie können niemals in die Pension. Sie wird wieder helfen. Die Leute drängen sich, sie wollen sich
behandeln, lobbyieren. Sie schafft in einer Pyramide, wo ihren Sohn für sie entwickelt hat und gemacht hat. Heilpyramide. Jeder hat seine Methode. Jetzt habe ich den Faden verloren. Was ist nochmal deine Frage? Also halt, warum die auch so gefragt sind. Warum die so gefragt sind, weil es immer mehr, glaube ich, ja, nach Hause getragen wird, was die können. Und sie haben einen großen Erfolg. Aber das sind auch jetzt alles Menschen, die über 50, über Großteil ist sogar über 70, wo großen Erfahrungsbereich mitbringt, wo nicht am Anfang der Karriere steht. Sie sind sehr erfahrene Heiler. Und insgesamt 6 Jahre hast du an dem Filmprojekt geschafft. Wie ist denn es vor sich gegangen? Ich habe bei jedem Mal vorbeigegangen, zuerst einmal angefragt und habe dann auch nachgefragt. Sie haben mich auch überprüft, ob das okay ist, wenn Sie in dem Film mitmachen, weil ich auch für Sie ein gewisses Risiko sehe. Haben zuerst einmal einfach Stundengespräche aufgezeichnet, zum merken, wo sie arbeiten. Zum Teil, bei der Anna bin ich dann gerade vorbei, habe ich zuerst eine Behandlung gefilmt und keine Ahnung, was sie macht. Und habe aber einen Patient für sie, der das filmen lässt, mitgebracht. Und Zufälligkeiten sind eigentlich immer die besten Momente. Und da hat es auch viele Zufälligkeiten, die ich auch können, dabei aufzeichnen konnte. Aber jeder ist wieder anders. Und gewisse Arbeiten, wie bei der Regula, wo viel am Telefon schafft oder mit Seminaren, Meditationskurs gibt, sieht man ja nichts. Denn er ist nur ein Gespräch, auch beim Beda. Er fragt, er schafft mit dem Pendel. Viel von der Arbeit ist sehr unsichtbar. Oder es ist ein Gespräch. Und wie macht man das? Das hat mich auch alles sehr wundergenommen. Es ist nicht so einfach. Aber letztendlich muss man ja auch Interesse haben für die Thematik, zum Willen den Film zu schauen. Und wer sind denn die Porträtierten am Schluss zufrieden gewesen mit dem Resultat? Ich habe es zu mir da. Ich wohne da in einem ehemaligen Bezirksspital, wo wir eine Genossenschaft gegründet haben. Ich sitze da im alten OP. Hinter mir sieht man auch noch die alte Kachel. Ich habe es da eingeladen und alle acht miteinander. Zwei sind ja noch Experten, die beide nicht können. Und bei den hassen vorzeigt. Während sie den Film gesehen haben, habe ich auch beim Beda zum Beispiel gesehen, hat vorzu immer wieder pendelt. Sind Pendel gefragt. Und bei ihm ist es ein kritischer Geist. Habe ich auch mitbekommen, dass er dann dem Karo schon noch meine Tür sagen würde, falls jetzt etwas nicht in Ordnung wäre. Alles gut ist. Ich kann Ihnen Garantie geben, dass nichts veröffentlicht wird, bevor Sie es sehen. Und ein Satz von Beda habe ich noch dazu tun, dass seine Bilder, die er malt, heute zu der neuen Zeit gehören. Und das ist jetzt auch drin. Ja. Aber sonst hat es keine Änderungen mehr gebraucht von Ihnen. Nein, nein, gar nicht. Nein. Und eigentlich hätte der Film im April soll in die Schweizer Kino kommen und der ist jetzt verschoben worden. Gibt es jetzt dort schon auch wieder? Am 20. August haben wir den neuen Termin fixiert für Kino für die Schweiz und Fürstentum Liechtenstein. Also in Cannes wird auch ins Kino kommen, weil ja, das ist mir auch wichtig gewesen, wenn schon aus dem Fürstentum Liechtenstein ein Protagonist ist, muss auch Leute in der Nähe ein Kino dabei sein. Und wir sind ja auch zusammengewachsen, Fürstentum Liechtenstein und Schweiz. Jetzt haben wir es ja gesehen, wo die Grenzen offen geblieben sind, oder? Ja, dann wünsche ich dir viel Erfolg mit dem Film und danke vielmals für das interessante Gespräch.
Ja, danke auch. Und bleibe gesund.